Ah, ist der Stream aus. Wie? Mein Stream ist jetzt ausgefallen. Das war jetzt wieder zu weg. Viel. Aber zumindest eine Sache funktioniert wieder. Und zwar meine Alertbox. Also, ich sah die Animation. Ja, jetzt sehe ich, jetzt sehe ich wieder den Stream. Aber es ist immer noch nicht gefixt. Sowieso, ich wollte morgen was anderes noch, weil ich habe viel zu viele Audioquellen, die reingehen in meinen PC. Also wenn ich alleine schaue, es sind in meiner Liste. Du kannst die ausschalten vom Windows-System halt auch. Ja, ich muss das unbedingt mal sortieren, weil das Problem ist, jeder Bildschirm hat Lautsprecher. Ich benutze eigene die aber Lautsprecher, nicht. Genau, ja. Das ist bei mir genauso. Du hast ja 6 Bildschirme, oder so hast du mal gesagt. Ja. Ja, wow. Ich habe alle aus, weil ich benutze meine. Also ich benutze immer Headset, ich benutze nie Lautsprecher. Naja, Lautsprecher benutze ich halt nur. Ich benutze nur da eine Box bei meinem PC und das ist halt nur, wenn ich meine Video bearbeite. Gestern wäre ich ganz gerne wieder zurückgekommen, aber es kam eine Freundin vorbei, wo ich nicht wusste. Ich gehe runter und sie sitzt da in der Stube und ich sage, ja, was machst du denn hier? Ja, ich wollte mal vorbeikommen. Okay. Ja, die Leute nehmen es sehr mündlich, wenn wir sagen, ja, kannst ja einfach vorbeikommen, ist ja kein Problem. Ja gut, ich komme dann auch mal vorbei, ne? Ich weiß dann nicht wohin, aber egal. Ich werde es schon irgendwie herausfinden. Wenn ich heute es schaffe, noch 8... Goldkerne zu finden, dann könnte ich einmal 80 ziehen. 8 Stück? Solltest du easy hinbekommen? Müsste ich hinbekommen. Geht dann morgen auch der neue Pass los oder? Ja, sollte. Evangelion-Update sollte dann damit auch komplett vorbei sein. Ja, hab auch alles fertig. Es soll auch laut ein paar Mods von Tower of Fantasy soll Asuka und Rey nie wiederkommen, ne? Okay. Das war nur einmalig. Aber ich weiß nicht, ob das halt stimmt, ne? Gut, würde es mich würde es nicht wundern, weil in vielen anderen Games ist es auch so, dass du die Event-Characters gar nicht mehr bekommst. Ja, weil die halt nur die Rechte für dieses Event haben. Genau. Also das Feiertags-Event ist lustig mit, da musst du auf solche Platten rumlaufen, da bist du zu 8 Leuten und musst einfach überleben, weil die Platten verschwinden unter dir. Okay. Und wenn du es schaffst, dann immer Erster zu sein oder zu den Top 3, kriegst du die meisten Punkte und mit diesen Punkten kannst du dann nochmal in Event Shop noch Ausrüstung kaufen. Ich kann es mal einmal starten, da siehst du, wie das aussieht. Ich fand das echt lustig. Also, es ist auch mega fies, weil es gibt Fähigkeiten,
die du aufsammeln kannst, wo du die anderen Leute runterschmeißen kannst. Das hört sich ein bisschen an wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Smash-Game halt. Eigentlich siehst du schon die Platten hier im Hauptmenü, das sind solche blumenartigen Raster, also Wabenmaster, Raster, wo du dann rumlaufen musst und versuchen am längsten zu überleben. Das erinnert mich gerade richtig an Fall Guys. Ja, es ist so etwas ähnlich. Und die sind auf mehreren Ebenen, das heißt, wenn du runterfällst, hast du noch die Chance auf Ebene 2, 3 oder 4 zu landen. Wenn die dich aber richtig hart hitten, dann fliegst du außerhalb der Map. Mhm. Das ist wirklich ein bisschen so, ja. Hast du schon gesehen, dass einfach Raven Waves von der Epic Games Startseite einfach entfernt wurde und jetzt Genshin an denen ihr Platz ist? Letztens, ich habe mal wieder meine PlayStation angemacht, ich bin halt gestorben, also ich gehe in diesen Store rein, Genshin, ich gehe ein bisschen runter, Genshin, ich gehe weiter runter, weiter, immer weiter, Genshin. Aber MiHoYo hat wieder hart investiert, weil nämlich momentan ist auch für alle TikTok-Influencer jedes einzelne Video, was 10.000 Views, was im Thematik MiHoYo läuft, werden bis zu 15.000 Euro ausgezahlt. Was? Das heißt, du kriegst eigentlich pro 10.000 kriegst du 5 Euro und das kann maximal bis zu 15.000 gehen. Und das ist pro Video angesehen. Crazy. Ich hatte heute auch das Solo-Leveling-Game auf dem Handy mal mehr gespielt. Auf dem, also allgemein habe ich das Problem mit dem Ladebildschirm, dass ich weiß nicht wieso das Spiel so viel laden muss. Aber grundsätzlich finde ich die Idee dahinter sehr cool und auch wie sie das ganze Equipment eingebaut haben. Bedeutet, dass der ganze Kampfsystem ist sehr gut ausgeklügelt mit Ausrüstung und Artefakten und Kombos von deinen Teams. Weil du kannst Synchro-Angriffe machen, bedeutet beim perfekten Ausweichen kannst du dann eine Fähigkeit von deinen Teammitgliedern nutzen. Okay. Klingt auf jeden Fall besser, als ich es im Kopf habe. Also als ich gestern gesehen habe, habe ich irgendwie ein bisschen mehr Bedenken bekommen. Ja, beim Zuschauen sah es irgendwie richtig billig aus, das Spiel so, als hätten die es einfach schnell gemacht, nur wegen dem Solo-Leveling-Hype halt. Also zu 50% haben die so oder so gemacht, wegen dem Hype. Aber ob die sich auch Mühe gegeben haben, das bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also ich musste auch noch ein paar Sachen durchlesen und gucken. Und auch vom Spiel an sich, du hast zum Beispiel einen Sammler für Erfahrungspunkte, der läuft 24 Stunden, der füllt sich auf und du siehst dann immer in deiner Basis, wie viel Prozent der schon aufgefüllt ist. Entweder kannst du dann schon zwischendurch die Erfahrungspunkte nehmen oder du wartest, bis er 100% ist. Okay. Die Pools sind so ähnlich gemacht wie bei Tower Fantasy. Du bei 80 Pools kriegst du den Charakter egal wie. Vom Banner. Und die ganze Waren kannst du miteinander auch kombinieren. Also Core Stacking. Ja, mal sehen. Ich will es auf jeden Fall selber mal testen, sobald es rauskommt. Und dann gucke ich nochmal. Wie gesagt, also mein erster Eindruck ist es, dass es billig aussah. Aber es muss ja nicht heißen, dass das Game gleich scheiße ist, weißt du? Also es läuft, also grafisch gesehen ist es etwas eine schwächere Version von dem Cell-Shading. Man muss aber auch bedenken, du hast auf Handy gespielt. Handy ist immer abgeschwächtere Variante, von was Grafik angeht. Aber es sah nicht schlecht aus auf Handy. Nee, mein Stream war auf PC. Ach so, war PC. Okay, na gut.
Hast du das auf PC überhaupt gespielt? Da ich es über VPN von Kanada aus gespielt habe. Ah, okay. Welchen VPN hast du benutzt? Proton. Ah, free oder hast du da bezahlt? Ich zahle da die, ich glaube, es sind 7 Euro im Monat. Ach so, okay. Gut, den brauche ich auch sehr viel, auch privat, weil ja, in Luxemburg illegales Streamen, der scheißt das Gesetz. Es ist zwar verboten, aber keiner rennt dir hinterher, dass du illegal streamst oder Downloads betreibst. In Deutschland wie auch hier in Frankreich wird das von privaten Instituten gesteuert. Das heißt, die suchen nach diesen illegalen Streamern und die verklagen sie im Namen der Firmen. Okay, fuck. In Deutschland macht Sony das sehr viel. Sogar Sony, okay. Ja, und das sind keine kleine Strafen, das, weil mein Arbeitskollege bekam so eine Strafe. Das sind nie kleiner. Illegaler Musikdownload 26.000 Euro. Was? Ja. Ja, wie kriegt man das hin? Hä? Ganz einfach. Es gibt so viele Leute, die einfach von YouTube oder so die Musik einfach downloaden, weißt du? Ja, aber das ist einfach so, dass du musst dir so vorstellen, du wirst das Steuer hinterziehen. Da kommt das Steueramt und die rechnen nicht das, was du wirklich jetzt dir ergaunert hast. Die rechnen da einen Koeffizienten, wie viel das noch mehr sein könnte, die du unterschlagen hast, die sie nicht jetzt richtig prüfen könnten. Das heißt, du wirst egal wie mehr hoch bestraft, wie das, was du gestohlen hast. Und so ist es auch in der Medienindustrie, bei Filmen oder Musik, da wird ein Koeffizienten ausgerechnet und das kann sehr schnell in die hohen Tausenden gehen. Naja. Das, ja. Ich noch nie erwischt worden. Das war 26.000 oder 6 Jahre Gefängnis. Damn. Nur weil er Musik gedownloadet hat. Ja. The fuck, okay. Das ist crazy. Dafür hier in Frankreich muss ich etwas aufpassen und dafür laufe ich meistens über verschiedene VPN oder ich laufe sogar mal nicht mit meiner richtigen MAC-Adresse auf meinem PC.
Also ich skippe gerade die Child Quest durch. Weil ich schon in- und auswendig kenne. Ich hab... finde die trotzdem lustig. Hast du die Fähigkeit denn geschafft von deinem Charakter, wo du ziehen möchtest bei Tower of Fantasy? Von wem? Gigi? Ja. Ja, ich habe schon vor einem Monat gesehen, wie sie aussieht. Zumindest wie sie kämpft und so. Die kämpft so ein bisschen fliegend halt in der Art. Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, ist das mit diesem Schachbrett. Jetzt stehe ich auf Brett, was meinst du mit Schachbrett? Bei Fachter. Aber wie sieht's eigentlich dann wegen Wuthering Waves bei dir aus? Wirst du das dann auch direkt am Release-Datum spielen? Höchstwahrscheinlich, oder? Definitiv. Auch in der Release-Stunde oder wirst du dann einfach anfangen, wenn du Bock hast? Ich versuche halt, eine kleine Nummer zu bekommen. Ach so, du bist der UID-Hunter. Ja. Okay, was versuche ich mir jetzt? Komm, wir schaffen das irgendwie. Ich habe da auch noch keine Info, um wie viel Uhr genau sie zu releasen. Ja, das wird aber jetzt... ich denke mal 0 Uhr direkt, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal 0 Uhr. Weil, in Pacific Time halt, ne? Das ist bei uns, glaube ich, irgendwann 11 Uhr frühs oder so. Ich bin mir da muss ich kurz gucken, warte. Pacific Time. Die haben gerade 12 Uhr, das heißt vor... Ich weiß nicht, AM oder PM steht hier nicht. Dann ist es wahrscheinlich 24 Stunden. Ja gut, dann ist es bei uns, wenn bei denen 0 Uhr ist es bei uns 1 Uhr. Nee, was laber ich? Nee, 8 Uhr oder 9 Uhr, 10 Uhr, so in dem Bereich jetzt morgen. Ja. Okay, ich kann es mir nicht ganz einfach machen. Es ist dann genau 9 Uhr morgens. Oder so. Ja, es sollte Meldung sein. Das Problem beim UID-Hunten ist, je nachdem, welche Gegend du bist, hängt es davon ab, wann sie den Server freigeben. Weil die, auch wenn sie sagen EU-Server, dann ist dann noch jedes Land oder Region, die gebunden sind, für sich nochmal. Und das heißt, manchmal kann es sein, dass dann in Deutschland eine Stunde früher ist, wie jetzt in Luxemburg oder Frankreich oder umgedreht. Ach, das denke ich nicht. Und da muss ich teilweise so oft switchen mit den VPNs für die verschiedenen Play Stores durchzugehen. Also das wäre mir zu dumm, da warte ich lieber eine Stunde oder so. Weißt du, wenn du am Ende fertig bist, wow, das... UID bringt dir keinen wirklichen Vorteil. Es ist einfach nur. Es ist nur für mich selbst. Es ist so. Ich freue mich immer. Ja, aber was machst du, wenn die wirklich diese UID, sagen wir mal, einfach wirklich random machen und nicht wirklich nach Spieleranzahl kommt? Das wäre für die zu aufwendig, weil. Wirklich quer durch den Garten die zu verteilen, wäre wirklich dumm, weil das wäre zu viel im Informatikbereich zu großer Aufwand. Ja, denke ich auch.
Soll ich noch hier im Shop? Was denkst du, Wilhelm Waves Release wird schon am Anfang mehr Spieler haben als Genshin, oder? Weil ich glaube, Wilhelm Waves ist bekannter als Genshin, zumindest zu dem Zeitpunkt. Es sind sehr viele Leute, die auf das Spiel warten. Ja, das ist halt so, weil die meisten kommen von Genshin, muss man so sagen. Ja. Also ich glaube, 90% hat locker mindestens Genshin gespielt, die auf Wilhelm Waves warten. Die restlichen sind einfach nur, ich denke nicht, dass es da wirklich aktuell, zumindest am Anfang, so Quereinsteiger gibt, die sich so denken, ich habe noch nie Genshin gespielt, aber ich habe Bock auf Wilhelm Waves, weißt du? Gut, du wirst auch sehr viele von Punishing Grey, die rüberkommen. Das kann auch sein, ja. Aber die meisten kommen locker von Genshin. Ja. Also ich werde beide Spiele trotzdem weiterhin spielen. Ich werde alle Spiele spielen, ich werde Tower of Fantasy spielen, ich werde Genshin spielen, ich werde Wilhelm Waves spielen. Ich kann einfach alles spielen so. Ich werde mich da nicht auf ein Spiel festsetzen. Also schon ab und zu, es kann mal sein, dass ich zum Beispiel, was weiß ich, eine Woche hintereinander nur Wilhelm Waves spiele. Das heißt aber nicht, dass ich dann die anderen Spiele für immer gequittet bin, so weißt du? Ist ja bei Genshin auch gerade so. Wann war ich zuletzt Tower of Fantasy? Gestern, guck mal. Gestern war ich zuletzt Tower of Fantasy. Nur um meine Weeklys zu machen und jetzt bin ich wieder Genshin. Aber ich habe schon definitiv meinen ersten 5-Star gefunden, den ich haben will. Hm. Allein durch die Ähnlichkeit mit Kazuha brauche ich sie einfach. Zu Project Mugen kommt auch noch was auf unserem Server, ne? Das, was mich dann nervt, ist, die halten sich so bedeckt. Ich freue mich immer, wenn neue Infos rauskommen. Da kommt fast gar nichts, ja. Außer, dass sie gesagt haben, dass sie sehr, sehr viel an Aktivitäten arbeiten wollen. Genau, das letzte, was rauskam, das hatte ich damals auch gepostet. Das war von den Entwicklern selbst ein Gespräch über das Spiel und über die Mechaniken vom Spiel. Okay, das habe ich mir nicht angeguckt. Kannst du mir mal grob sagen, die wichtigsten Dinge, was da so besprochen wurde? Weil es halt nur, also mein letzter Stand ist, dass sie sehr, sehr viele Aktivitäten reinbringen wollen. Und das war halt wirklich da fast ohne Grenzen ein bisschen der Art sein. Ja, also du bist ja auch ohne Grenzen. So ein bisschen der Art wie GTA halt so. Du kannst halt viel machen, so was an Aktivitäten halt so. Das heißt, Autos klauen, was weiß ich alles. Das sollst du da anscheinend auch können. Richtig, du kannst dich komplett frei bewegen in allen Richtungen, komplette Gebäude hochklettern. Was halt Nope halt ausmacht, ja. Ja, die Achievements sind quer durch die ganze Stadt verteilt, das wird auch lustig. Und natürlich, die Freizeitaktivitäten gingen sie auch drauf ein, also so wie das erste Video war, ist es auch gemeint, du kannst überall hin, in Bars gehen, Leute überall treffen. Es soll wirklich vom Spielerlebnis so ähnlich wie bei Tower Fantasy sein.
Oh, okay. Klingt gut. Und wie, was ist mit Multiplayer? Wird es dann auch so sein, dass wir alle auf einem Server dann so sind in der Art? So Europa, Amerika, was weiß ich alles halt. So diese Standard 4 Server halt, ne? Dazu haben sie sich jetzt nicht geäußert, ob sie die Server trennen. Ich würde es echt mal cool finden, wenn wir mit allen spielen könnten, so wie alle anderen Games. So. I mean, es gibt in fast jedem Spiel gibt's kaum diese richtige Serverbegrenzung halt, ne? Es wäre mal cool, wenn wir auch mit Amerikanern zusammenspielen könnten. Also ich bin zwar sehr zufrieden, was mit Europa angeht, weil Europa ist, wir haben immer genug Spieler da, würde ich sagen. Es ist halt nur mit den Uhrzeiten teilweise ist es wirklich blöd in Europa, dass wirklich ab bestimmten Uhrzeiten ist es entweder überflutet oder gar keine Aktivität. Deswegen würde ich es auch mal filmen, wenn wirklich Amerika und so alle auch in ein Server sind, weil die sind ja auch in verschiedenen Zeiten, also die haben auch verschiedene Zeiten, das heißt, wir hätten eigentlich fast 24/7 Aktivitäten in dem Spiel, so weißt du? Genau. I mean, es gibt, glaube ich, keinen, der dagegen irgendwas hätte. Ich glaube, das würde jedem gefallen. Aber es kann auch sein, dass es dann zu überfüllt wird. Das größte Problem bei der Sache ist, dass die Server nicht diese Auslastung durchschalten. Man könnte ja wenigstens so machen, dass es, wie soll ich das sagen, dass es vielleicht 2-3 Global Server gibt. Und wenn man zum Beispiel einen Freund in die Welt reinjoinen will, also zumindest auf den Server, dass du dann einfach nur so ein Ladescreen hast und dann bist du auf dem Server, weißt du? Das könnte man auch machen. So könnte man trotzdem mit allen zusammenspielen. Hätte zwar, wie gesagt, eine Art Serverwechsel, aber das wäre ja dann nicht so schlimm. Es ist viel kritischer als du meinst. Also die Übertragung von den Accounts das braucht halt sehr viel Arbeit dahinter. Ja. Zum Beispiel beim Spiel Final Fantasy 14, da kann man seinen Account auf einen anderen Server übernehmen, aber das kostet zusätzlich. Da musst du eine Gebühr zahlen. Und du musst 2 Wochen warten. Damn, okay. Wie viele Server gibt's denn da? Also ungelogen mehr als 30. Oh. Das ist ja dann blöd. Wie willst du da mit deinem Freund zum Beispiel, wenn der auf anderen Server ist? Das ist ja dann blöd, ne? Also die Gebühren sind auch unterschiedlich, wenn es nur kontinental wo getauscht werden muss, das ist am teuersten. Am billigsten ist es, wenn du regional wechseln musst. Das heißt, zum Beispiel Europa bleibt in Europa halt. Nur halt. Richtig. Wie meinst du das jetzt? Okay, gut. Also es gibt dann sozusagen mehrere europäische Server. Das genau. Ein bisschen wie Tower Fantasy halt am Anfang war. Jetzt ist der Tower Fantasy so, dass sie alle europäischen Server halt zusammen gemacht haben. Also ich habe keine Ahnung, wie ich die Quest machen soll. Ich soll sie machen, aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe einfach Kasu jetzt genommen und habe ihn da abgecheatet. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen normal sollte, aber Kasu regelt. Also St. Child ist richtig geil. Den seine Fähigkeit richtig nice.
Und Solo-Leveling hat auch einen Passivmodus. Das heißt, du kannst das Teil auch einfach neben dir liegen haben. Wie meinst du das? Du brauchst nur die Dungeon zu starten und die KI steuert dann. Okay, verstehe. Aber wie meistens sind die KIs nicht die intelligentesten, weil er benutzt zum Beispiel keine Synchro-Angriffe und solche Sachen. Bisschen wie Honkai, die KI, die ist auch manchmal scheiße. Die spammt einfach nur die Ult rein. Bei Nikkei ist es genauso schlimm, die... Da gibt es manchmal Momente, die, da setzt er gar nicht die Spezialfähigkeit ein und denke ich mir, wieso? Ach nee, ich bin gerade in einer Mission-Dungeon. Das heißt, ich kann hier nicht so einfach raus. Und sehe gerade, dass mein Restchen gleich voll ist. Es ist auf 59, also 159. Okay, Genshin. Also, ich liebe Genshin dafür, ne? Ich muss jetzt mal was zeigen, okay? Du musst mal ganz kurz in den C-Wine kommen. Ja, ich komm direkt. Warte, ich mach nur noch den Toti platt. Ich bin beim letzten Balken. Also an sich würde ich schon sagen, dass das schon ein richtig Abusen ist, was ich hier gerade mache. Aber ich verstehe nicht, wie Genshin das hinbekommen hat, dass das so... Ja, so scheiße ist. Egal, es ist trotzdem lustig. Ja? Also, ne, du... Eigentlich ist es vorgedacht, dass du läufst, wenn das zu ist, ne? Wenn ja. Jetzt dagegen, kommt das hier. Aber das Lustige daran ist... Du kannst durchstechen. Ja. Pass auf. Aber so kriege ich Schaden. So, hä? Okay. Nice. Hat er viel gebracht? Ah, ist das die Quest, wo du für seinen Bruder... Scheiße, mit dem Bruder, genau. Ja. Die fand ich richtig geil. Die ist auch lustig, aber ich kenne sie halt in- und auswendig noch. Aber der Bruder, der immer noch denkt, dass er ein Spielzeugverkäufer ist. Kino hat jetzt auch mal ein Set. Die Artefakte sind zwar scheiße, aber egal, es ist ein Set. Mhm. 50k Damage pro Hit. Easy. Und das mit einem Set, was einfach scheiße ist. Es ist zwar ein Fullset, aber es ist trotzdem scheiße. Ja gut, aber du kriegst wenigstens den Buff. Ja.
Also bei Artefakten bin ich meistens so, wenn ich nicht am Anfang direkt die perfekte habe, dann zumindest, dass ich die Fähigkeiten nutzen kann. Ja, meine sind zum Beispiel noch gar nicht gelevelt oder so. Also ich glaube, 3 sind gelevelt und 2 sind ungelevelt. Jetzt kommt die geile Szene, wo er sich übelst anstrengen muss, schnell die Gegner. Ja. Ich weiß nie, ob es stimmt, aber ich habe einen TikTok gesehen, wie einfach Child in dieser Form einfach von Neuvillette geone-hitted wird. Kennst du ja Neuvillette, ne? Der Hydro-Drache. Ja. Von Fontaine. Der war letzten Banner drin. Ich bereue es richtig, den nicht gezogen haben. Mindestens jetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn es in Fontaine regnet, ist der Hydro-Drachen am Wein. Meine Artefakte sind echt scheiße. Egal. Hauptsache den Bonus. Auch unbedingt ein Artefakt, was mein Pyro-Damage hochmacht. Ich glaube, das würde so viel verändern an dem Damage. Verstehe aber irgendwie die Fatuis nicht. Irgendwie sind die unsere Gegner, aber irgendwie auch nicht. Ja, es ist... Der Main Character, der hasst ja irgendwie die Fatuis. Der war richtig angepisst, als er erfahren hat, dass Ney und Ninette Fatuis sind. Aber chillt immer mit Fatuis, so weißt du? Ich check das irgendwie gar nicht so. Ich denke, es ist auch nur ein bestimmter Teil der Fatui. An sich ist es ja so gesagt, dass die ganzen elf Harbringers irgendwie ihre eigenen Sachen machen. Aber was ich sagen muss, ist, dass mir die Genshin-Gegner viel mehr gefallen als die Tower Fantasy-Gegner. Ja, die sind viel kreativer. Ich bin noch nicht fertig. Es ist aber noch nicht fertig. Ich finde den alten Mann da richtig nice. Der da gefühlt der Anführer ist von denen. Aus Tower Fantasy. Weißt du, was ich meine? Yeah. Der immer noch aussieht wie so ein Apex-Charakter. Yeah. Als ich ihn gesehen habe, ich dachte mir so, es ist einfach Apex Legend. Ich sehe auch gerade schon wieder in deinem Stream, das ist schon wieder richtig nice. Einfach Übersetzung fehlt. Wie? Das ist einfach, was weiß ich, was da ist. Japanisch, Chinesisch oder irgendwas. Wie das denn? Siehst du das nicht? Nee, ich sehe das nicht. Das ist neben Rekrutieren. Unten. Das ist so ein Plus, wo du so Leute einladen kannst. Deine Freunde einladen kannst. Ah, warte. Weil ich bin im Monitoring, da sehe ich das nicht. Ich gehe mal nochmal auf die Seite. Das ist aber in-game, ne? Wie in-game? Ah, unten! Ja, okay, ja, ich sehe es jetzt. Ja, richtig. Ja. Das haben die bis jetzt immer noch nicht gefixt. Nee. Ich
ich glaube, ich finde jetzt wieder keinen. Ist nicht schlimm, ich habe die Hauptsachen gemacht. Kaufen wir noch im Shop ein. Guck mal, ob du noch irgendwie goldene Puls irgendwie bekommst. Eigentlich habe ich den größten Teil schon gekauft. Aber das, was ich jetzt noch kaufe, sind die Raumzeitkristalle. Weil die kann ich noch nutzen. Was sind diese Vierer-Geräte-Teile für? Was sind die gut? Welche? Optimierungsantrieb. Ich glaube, das war für den Roboter oder so. Ich bin mir da gerade selber nicht sicher. Was steht da? Verwendung. Ah, nee, 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 nee. Ah, das ist für die Friend-Dings, wenn du mit jemandem befreundet bist. Also diese Friend-Dings da hochmachst. Ich glaube, dafür war das. Irgendwann brauchst du nämlich 20 dieser Stück und dann nochmal 20, okay, um diesen Friend-Level da zu bekommen. Mm. Wenn du den Geschenk sendest, so geht ja so euer Friend-Level hoch. Okay, verstehe. Ich weiß gerade nicht, wie das genau hieß. Ja, die nehme ich auch mit. Ah nein, das ist unbegrenzt, das brauche ich jetzt nicht. Das ist unbegrenzt, unbegrenzt. Also wir finden noch 48.000 XP und dann kann ich endlich mein World-Level auf Maximum upgraden. Dann bin ich fertig. Ist nicht so viel, zumindest wenn man noch alle Aufgaben hat, ist es nicht so viel. Ich habe nämlich noch... Ja, ich bin gerade in dem zweiten Chapter von Fontaine Story von 5. Das heißt, ich kann da nochmal locker über 10.000 XP abholen. Und dann noch die ganzen Story-Quests, die mir wahrscheinlich auch so um die 1800 pro Story-Quest geben. Ja. Hier siehst du das Minispiel. Ja, ich seh's. Das sieht 1-1 wirklich aus, die Folge ist ein bisschen. Oh mein Gott. Verpasst, aber ist nicht schlimm. Oh, schade, habe ich gesehen. Ist nicht schlimm. Ich bin noch gut im Spiel. Sind irgendwie so. Ja, ich habe einen rausgekickt. Oh, wohin mit ihm? Der ist raus. Oh. Ah, scheiße, ich hatte keinen. Ah, du verpiss dich. Lauf. Lauf, Schlampe, lauf. Ich bin so ein Arsch. Ah, schade. Ich hab ihn runtergeschmissen. Aber was mir aufgefallen ist, du bist immer im Oasis-Club-Call drin. Ja. Das ist so dein Call. Eigentlich müsste ich es umbenennen so. So in Bebos Oasis-Club. Aber ich habe so versucht, so von jedem Game so ein bisschen was einzubringen. Finde ich cool.
Hab zum Beispiel Mondstadt haben wir einmal drin halt, ne? Von Genshin, Oasis Club von Tower of Fantasy. Dieses Jarillo 4 oder was das ist. Haben wir zumindest 6, ne? Jarillo 6. Ist zum Beispiel von Honkai. Von Running Waves kenne ich leider noch nicht viel. Das, da wirst du eine Unterschrift finden. Bestimmt. Da gibt es bestimmt irgendeine Stadt, die gut klingt. Ich glaube, die sind da alle irgendwas mit Jinxie und so ein Scheiß. Also die ganzen Städte da. Jinxie habe ich mal gelesen. So Jinxie gibt es da als Start. Ich hoffe mal wirklich, dass die 0 Uhr releasen, Pacific Time. Wenn nicht, ist mir auch egal. Also am liebsten wäre es sogar nicht 0 Uhr. Am liebsten hätte ich so 8 Uhr morgens Pacific Time. Weil dann haben wir es bei uns schön Nachmittag. Ja. Das wäre richtig geil. Ich weiß halt nicht mehr, wann das ist. Was ist das für ein Datum? Es ist bestimmt Dienstag oder nee, Mittwoch bei uns safe. Denke ich mal. Nein. Wir ließen irgendwie immer alles Dienstag oder Mittwoch. Wir haben jetzt hier den 23. ist bei uns ein Donnerstag. Ja gut. Ach nee, Donnerstag. Nein. Wieso? Am 23. bin ich beim Arzt um 16 Uhr. Ich glaube, ich muss beim Arzt anrufen, dass er warten muss. Oh nee, scheiße. Hat man das sogar extra in den Kalender reingeschrieben? Och nee. Genau am Running Race Release Date. Ey, das kann nicht wahr sein. Oh, warum bist du nicht morgens? Warum nicht 8 Uhr frühst oder so, bitte? Warum erst nachmittags? Oh, an dem Tag bin ich ja dann nur noch Schule. Das heißt Schule. Dann darf ich Nachmittag zum Arzt. Ey, nee! Hast du voll das Programm? Nee. Ich glaube, ich muss mich krank schreiben lassen von einem anderen Arzt. Das kann nicht sein. Warum? Warum an Wedding Waves Tag? Das kann nicht sein. Das können die mir nicht antun, bin ich dir ehrlich. Gut, ich muss auch noch bangen. Also, ich gehe ja am Freitag zum neuen Chirurgen. Und das ist dann ganz abhängig, was der mir dann da erzählt. Stimmt, warst du eigentlich schon im Krankenhaus oder nicht? Was haben die da gesagt? Ich hatte ja letzten Test gemacht und mein letzter Chirurge, der guckt sich das alles an. Sagt er, ja, alles ist schlecht. Sag ich, okay, und was machen wir jetzt? Ja, nichts. Wir warten jetzt mal 3 Monate. Und dann gucken wir, ob es besser wurde. Gut, ist besser als direkt zu operieren, denke ich mal. Vielleicht verbessert sich da wirklich was. Ja, aber die Sache ist nur die, 3 Monate, dann gucken wir. Sag ich, ja, wie soll ich mit diesen Schmerzen arbeiten gehen? Sagt er zu mir, ja, mit den Schmerzen, dann schreibe ich ihnen einfach Schmerzmittel auf. Okay, wow. Sag ich, das ist für mich keine Lösung. Ich bin nicht der, wo gerne andauernd Tabletten schluckt und es kann nicht sein, dass, wenn die Werte alle schlecht sind, dass er dann gar nichts machen möchte. Ja. Ich würde verstehen, wenn die Werte so halbwegs schlecht wären oder positiv sein. Wenn sie positiv sein, dass der Arzt gar nichts machen kann, dann würde ich auch verstehen. Aber nicht, du kannst ja auch nicht als Arzt sagen, wir machen jetzt nichts, obwohl er Belege hat, dass alles schlecht ist. Ja. Die Frage ist, wie läufst du überhaupt dann richtig? Also tut das dann immer weh, ne? Oder nicht? Also, ich kann nochmal laufen, das geht, aber die 3 Hauptpunkte, wo mir Schmerzen zufügen, sind Aufstehen,
vom Sitzen, vom Liegen und halt Treppen gehen. Das sind die drei Hauptschmerzpunkte. Und der andere Schmerzpunkt ist, wenn ich zu lange stehe. Hm. Klingt nicht nice. So, momentan ist nichts, was wirklich praktisch ist. Also, dass ich zwischendurch mal aufstehen, eine rauchen, ist auch ganz oft, weil Sitzen schmerzt nach einer Zeit. Das ist bei mir aber auch so. Sitzen schmerzt nach einer Zeit, dann aufstehen tut dann höllisch weh. Dann gehe ich raus und dann muss ich wieder Treppe runter, Treppe hoch. Soll ich einfach mal wieder einen Pool machen? Denkst du, du bringst mir Glück? Ah, komm, versuch. Komm, ein Pool. Willst du sie C1 haben? Nee, eigentlich nicht, aber wenn ich es bekommen würde, würde ich auch nicht Nein sagen. So. Was so, ist die, die Fähigkeit bei C1? Boah, ich glaube, ein bisschen mehr Damage. Also es bringt schon was, aber ich weiß, also für mich ist das scheißegal. Ich gehe nicht so auf Damage, ich gehe mehr eher so auf Charaktersammlung. Aber das haben wir ja schon mal gesagt. Ja. Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, dieses, ja, das müsste dieses, warum auch immer das hier anders heißt, das müsste dieses Dings sein, warte. Das haben wir hier bei Talents. Nee, hey, was ist das? Was ist das für, was meinen die damit? Ich check nicht, was das hier ist. Dieses Masker of Red Death. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das haben wir auch bei Talente anscheinend nicht. Okay. Nicht, dass du... Keine Ahnung, irgendwas bringt es auf jeden Fall. Nicht, dass du eine neue passive Fähigkeit bekommst. Denke ich nicht. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich bin so zufrieden. Ich habe den Charakter, ich habe die Waffe. Ich brauche nicht unbedingt C1. Da freue ich mich lieber auf diese Glorin, die bald kommt. Hast du die schon gesehen? Ich habe ihre Stats noch gar nicht geschaut. Das ist diese Duellantin von Fontaine. Ja. Die einfach Navias Vater umgebracht hat. Alter, ich finde diesen Move so cool. Ja, sich irgendwie erinnert der Charakter mich so von hinten an Shenhe. Ich weiß nicht warum. Das triggert mich gerade. Warum? Die hatte ich damals auch mal gehabt. Die Shandy habe ich. Die hast du auch? Ja. Das wundert mich nicht. Ich glaube, du hast gefühlt alle Charaktere. Also alle und alten habe ich. Halt. Also die damaligen habe ich alle. Oh, okay. Willst du mir deinen Account geben, so süß? Nee. Das ist mein Baby. Musst du vorstellen, das sind fast 3 Jahre Battle Pass, wo ich auch nonstop gekauft habe und durchgespielt habe. Ich habe die Battle Pass Waffen alle auf Max, auch die Verfeinerung auf Max. Damn, okay. Ja, das ist crazy. Ich hatte damals nur vor ein paar Monaten den Battle Pass. Und alle, ich habe immer den teuren Pass genommen, damit ich die Visitekarte bekomme. Yes. Und das finde ich auf einer Seite cool bei Genshin, du hast halt diese einzigartigen Geschenke, die, wenn man damals die nicht genommen hat, kriegt man sie auch nie wieder. Und die kannst du auch mal nicht nachschlagen, weil wenn du so einen einzigartigen Gegenstand bekommst, dann wird ein extra Slot neu generiert. Verstehe ich. Und du meinst jetzt hier
Namecard, dass das jetzt hier nicht ist, aber ich habe das eigentlich. Genau, du siehst eigentlich nur die, die allgemein jeder kann bekommen übers Spielen, aber die über die Pässe, die siehst du nicht, weil die wird extra generiert. Okay. Ich bin mal sicher, dass ich mal so ein Pass-Dings gesehen habe. Hier, doch, guck mal. Hier ist eins zum Beispiel. Battle Pass Reward. Das kann, hattest du, steht da auch, warte, ich mach mal eine Größe, dass ich sehe, Ah ja, das ist der allererste, den siehst du, das ist der allererste. Den kriegst du aber nicht als exklusiven, weil das da ist der, sobald du einmal einen Battle Pass genommen hast, der einmal den teuren hast. Das Lustige ist, ich hab den ja. Hier, zweimal sogar. Warum bekomme ich das dann nicht? Okay. Hattest du die auch fertig gespielt? Yep, beide habe ich fertig. Einen habe ich fertig gespielt, so. Der andere, der ist gerade neu, den bin ich gerade am machen. Okay. Aber der andere war komplett fertig. Das ist cool. Da habe ich am Ende dann noch diese 680 Dings bekommen. Ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber ich teleportiere mich immer automatisch nach Mondstadt. Ja, aber gut. Andere Städte, ich mach das auch immer zumals für die Tagesmissionen und zum Kochen. Obwohl, guck mal, es gibt so eine schöne neue Stadt, ich bin da nie. Fontaine ist definitiv eine der schönsten Städte. Auch modernsten, die haben ja auch Lichter, alles, ne? Die haben ja auch Elektrosachen und so, ne? Bei denen heißt es zwar ein bisschen anders, aber Elektrosachen gibt's. Ja, weil also die Stadt halt ist ja eigentlich an Steampunk orientiert. Sagt mir nichts. Kennst du dieses Genre nicht? Doch. In der Art. Also, aber ich dachte gerade, du meinst ein Game oder so. Nee, bin ich denn jetzt hier? Hier war ich auch noch nie. Also Steampunk ist ja ganz typisch alles, was Mechaniken und Zahnräder und alles das. Die Fahrschule sind aber immer gruselig. Stell mal vor, du bleibst irgendwie hängen oder so. Ja. Guck mal, jetzt bewegt sich sogar dieses Ding auch noch. Ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt hingefahren bin. Ah, hier bin ich. So, okay. Wo geht's eigentlich noch hin? Geht's jetzt nach unten? Nee, es geht. Oh, noch ein bisschen. Ach so, oh, wie kannst du sogar mit den Dingern fahren? Das ist cool. Jetzt fahre ich wieder zurück, ne? Oder nee? Ah, das ist richtig cool. Ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich finde aber auch eine Gegend richtig schön. Ich weiß nicht, ob dir dieser Baum was sagt von Fontaine. Ich finde die Gegend richtig geil dort. Welcher Baum bei Fontaine? Die Gegend hier. Du kannst den Baum auch irgendwie. Es gibt eine Quest und dann verändert sich die Farbe, dann leuchtet er noch mehr. Oh, sehr schön, ja.
sieht richtig nice aus, finde ich. Oder mein Dings. Habe ich eine Key? Ich habe keinen Key. Okay, scheiße. Also der Baum ist wirklich nice. Die Gegend ist aber auch nicht schlecht. Das sind so in der Art Wasserwürfel mitten in der Luft. Ah ja, die kenne ich. Die kennst du noch? Okay. Ja. Da hast du ja auch die Rätsel, wo du hoch fliegst, wo du die Sachen machen musst. Ich habe keine Ahnung. Ich war nur einmal oben, um den Teleporter freizuschalten. Warte, wusstest du, dass in Fontaine sogar nach, dass die einen unterirdischen Gang, Kanalisation haben? Ernsthaft? Jep, ich weiß nur nicht, wo der Eingang ist. Ich habe das mal gesehen. Da ist man in der Story hingegangen. Die haben unterirdische Kanalisation. Da kannst du auch richtig runtergehen und unten ist dann sogar noch in der Art, da ist es. Guck mal, ja, ich habe den Untergang gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt storybedingt war oder ob ich da wirklich noch runter kann, aber eigentlich sollte ich da runter können. Doch, ja, da gibt es einen Teleporter, stimmt. Schau mal. Du kannst hier bis nach unten. Was? Oh. Dann hast du hier eine Kanalisation. Und ganz hinten ist dann sogar noch so irgendeine kleine Mini-Stadt in der Art. Das ist schon geil. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass es unter Fontaine sowas gibt. Das ist eine richtig nice Idee, die ich da gemacht habe. Und schau mal hier. Ah, da hast du sogar einen Aussichtspunkt. Yep. Kriegst du noch ein paar Primal Gems? Man kriegt gar nichts. Ich hab gar nichts. Ah nein, nee, da kriegst du auch nichts. Auch wenn du die Sammlung vervollständigst, kriegst du nicht. Hier hat man dann in der Story sogar gepennt. Im Gebäude hier. Aber die unten haben noch ein Hauptquartier sogar. Das ist so diese Gang davon, dieser Navia. Okay. Ist aber auch cool dort. Was war hier nochmal? Das ist den ja zweiter Punkt. So ein Schiff mitten in der Mitte. Ah doch, da war ich schon. Da warst du? Da musst du aber auch da gewesen sein, weil man war als erstes dort. Ja, aber du kannst auch dahin durch die Explorer in der Story. Map. Ja. So, okay. Ich finde das immer noch lustig, wie einfach keiner mitbekommen hat, dass Sumeru einfach eine Erweiterung der Map bekommen hat. Alle waren fokussiert auf die Insel dort. Es gibt sogar ein bisschen Story zu den Okeonide oder wie das Ding da hieß hier. Warte, wo ist er denn? Das war ein Boss hier. Ozeanid. Kennst du den Boss noch? Ja, stimmt, da habe ich da eigentlich erzählt. Doch, das ist der immer so kleinere Leute auf dich schickt, ne? Richtig, und ich habe den auch als Begleiter.
Und zwar, das ist einfach ein Mensch, ne? Gewesen. Das ist ein Mensch, der zu Wasser aufgelöst wurde in Fontaine. Das heißt, die haben halt schon eine Story jetzt auch dazu gebracht. Das ist ein Mensch gewesen, was halt, ja, zu Wasser aufgelöst wurde. So heißt ja auch, dass alle Fontaine-Leute in einem Fluch sind. Also, dass alle, die in Fontaine leben, verflucht sind. Und das sind auch nur die einzigsten, die zu Wasser werden können, die in Fontaine leben. Zumindest geboren sind auch. Das heißt, wenn du von außerhalb zu Fontaine kommst, wirst du nicht zu Wasser. Durch dieses wundersame Wasser, was auch immer die da haben. Ich würd's wirklich cool finden, wenn man zwei Flügel hätte. Ja, ich habe gesehen, ich war noch nicht vor, noch zwei Stück. Na gut, dann mache ich mal die nächste Story fertig. Welche ist das? Das ist die Main Story. Die will ich nicht durchskippen. Main Story gucke ich mir in Ruhe immer an. Also wirklich, die Fontaine Story gefällt mir bis jetzt richtig gut. Haben die richtig gut gemacht. Jetzt muss er noch die wirklich für die Höhe machen. Ich hab das selbst. Thank you.
Also, was wenn ich jetzt alle Kino hab, ich hoffe immer noch auf den Rerun, Tower Rerun. Die werde ich mir sowas von holen. Das ist mir egal, ob alle Kino besser ist. Also ich bin richtig Fan geworden von Plottis Waffe. Ist richtig gut, ich weiß. Deswegen habe ich sie dir auch empfohlen, besonders im PvP, auch wenn der PvP-Modus gerade in Tower Fantasy kaputt ist. Warst du eigentlich schon mal im PvP in letzter Zeit drin? Nur für die Missionen. Für die Aufgaben. Achso. Wenn der PvP-Modus ja echt kaputt gemacht hat, findest du in höheren Ligen eigentlich niemanden mehr. Weil du halt, weil die jetzt Skill-Based Matchmaking reingemacht haben, das heißt, ja. In den meisten Ligen sind die meisten gar nicht drin, weil die meisten, wenn die überhaupt, wie gesagt, wenn die überhaupt ins Liga reingehen, dann sind das meistens nur irgendwelche Leute, die einfach nur das für die Aufgaben machen oder mal ausprobieren wollten. Aber es gibt kaum welche, die wirklich auf Ernst richtig PvP spielen.
Jedes Mal, wenn ich auf dein Stream schaue, hast du einen Dialog nach dem anderen. Jetzt bin ich in der Cutscene, ja. Ich bin nebenbei ja sogar noch was am Machen. Also, ja. Alle Chino-Mucke glaubt man immer, als wäre ein Grafikbug bei ihr. Was, wo ist ein Grafikbug? Bei Alle Chino, wenn die zu lange steht, dann glaubt man, sie hätte einen Grafikbug. Ach, du meinst wegen dem. Ja. Wegen diesem Glitching da? Ja. Ich weiß ja nicht, warum das so ist, aber es hat bestimmt irgendeinen Hintergrund. So, ich gehe, ich versuche jetzt nochmal mein Glück in den Domain.
Ey, Junge, überall die Spinnen auf einmal. Ich nerv mich richtig. Woher kommen die? Woher? Bode. Das ist jetzt schon die zweite Spinne, die ich in meinem Zimmer gefunden habe. Das sind immer so richtig, richtig kleine Dinger. Ja, die siehst du kaum. Gameplay sehen. Ach, wenn diese Schilder nicht ganz auf mich richten kann. Das ist echt noch bad, dafür, dass ich so schlechte Artefakte habe. Ist sie einfach stronger als mein Wanderer. Okay, hier darfst du an den Damage bitte nicht gucken, because die haben Schild, da gibt es immer weniger Damage. Was haben wir denn jetzt? Oh, jetzt ist aber genug kann, Damage. So, jetzt kann, es ist genug, ja. Also man muss brechen, dass ich halt keine Supports oder so hab. Ich meine, die ist einfach besser als mein Wanderer. Und das nicht mal mit guten Artefakten. Ich meine ja nur, guck dir die mal an. Die sind extrem scheiße, guck dir mal die Stats an. Oh, nichts! Nichts! Gucken wir uns mal das nächste an, was haben wir hier? Hier haben wir mal eine gute Crit Rate. HP ist auch gut, aber die anderen zwei kriegen wir nicht wirklich viel was. Was haben wir hier? Oh ja, siehst du das? Das sind meine Stats. Also die sind wirklich scheiße. Also das ist wirklich richtig scheiße, aber trotzdem mache ich ordentlich Damage. Wenn ich die Stats für meinen Wanderer zeigen würde, der hat wirklich besser. Also die sind nicht wirklich gut. Also die sind gut, aber es gibt. Oh mein Gott! Scheiße, Mann! Warum Crit Rate? Ich habe endlich einen Teil bekommen, was ich benutzen kann, dann ist es Crit. Oh. Warum gibst du mir nicht Damage, Mann? Ich brauch Damage. Ich hab noch genug Raid. Ich hab nicht genug Raid. Allein die Waffe gibt mir auch Raid. Aber das ist die erste Maske, die ich, glaube ich, nach 20 Mal Domain-Spielen bekommen habe, ne? Ich benutze immer Doppelloot, außer jetzt gleich, weil ich diese Dinger nicht mehr habe. Ich hab diese immer durchgezogen mit Doppelloot. Ich habe mich noch gefreut, als ich ungefähr 20k Damage gemacht habe, alle 2 Sekunden. Jetzt mache ich gefühlt diese 20k in einer halben Sekunde. Ab. Ich bin endlich mal zufrieden. Das ist wirklich so einer meiner ersten Charaktere, der mal durch Standard-Attacks richtig Damage macht. Hatte irgendwie nie richtig Standard-Attacks-Charaktere. Also Ganyu war richtig stark bei mir damals, aber das war Charge-Attack und Bogen. Ja. Ayaka war eigentlich relativ nur Burst. Also bei Ayaka war bei mir die Standard-Attacks wirklich nicht stark. Die haben vielleicht 10k Damage gemacht in Charge-Attack, so. Das ist wirklich nicht viel.
Aber die Burst hat immer über 200k Damage gemacht. Ja, das ist so, wie ich mit Eula immer durch ihre Ult so übermäßig über 200.000 gemacht habe. Genau, genau. Aber bei ihr ist es ja so, du musst die Ult ja so aufladen in der Art mit Attacks halt, ne? Ja, Stufe 97, nur noch 3 Level. Nice, nice. Dann bist du endlich auch mal 100. Ja. Wir können sogar Dings machen, habe ich gesehen. Wir können diese Weiterbildung da machen, ne? Dann kriegen wir beide so einen Ausweis, ne? Ah ja, richtig. Den habe ich nämlich jetzt gestern gemacht mit meinem Mentor. Wir haben beide so einen Ausweis bekommen. Sondern da steht dann halt irgendwie, dann kriegst du einen Ausweis, das steht dann hier. Dass du mein Schüler warst drin. Richtig cool. Lass es, wenn die Schild haben. So. Ah, geil, jetzt kann ich die Waffe wieder leveln. Die Waffe kann ich jetzt hochstufen. Was halt auch richtig nice ist, ihre E braucht zwar richtig lange zum Aufladen, aber du kannst, wenn du attackst und ihre E schon aktiv hattest, kannst du die Zeit richtig schnell runterdrehen. Wie sieht's aus mit den Waffen? Hast du da schon eine auf 200? Nee, also Maximum. Nice. Maximum bei mir ist 160, das ist die Lanze, danach die Fäuste auf 150 und Plotis. I see. Aber jetzt muss ich kurz was gucken. Wie stark ist meine Dings gewesen? Mein Dings, was hat sie gehabt? Crit Rate, 7%. Oh nee, Crit Rate, das ist zu schön, Crit Rate. Ich guck mal. Wenn ich jetzt Glück habe und krieg nochmal Raid, dann bin ich. Ich krieg immer Defense. Immer. Also das ist eine Verarschung. Ich krieg halt genauso viel Defense, wie ich Crit Damage habe. Und ich habe halt jetzt noch nicht mal viel Crit Rate. Ich habe 60 Crit Rate. Das ist eigentlich nicht wirklich viel. Ja, mit den Matrizen komme ich schon gut voran, also die schwanken zwischen 72 und Stufe 95. Ich hasse dich für eine Sache, und zwar mit der UID. Es nervt mich richtig, dass ich jetzt richtig auf diese UID achte, weil daran kann ich aber erkennen, wie lange der Spieler ungefähr schon das Spiel spielt. Warum hast du mir das gesagt? Mich hat die UID nie interessiert. Nie. Habe zum Beispiel auch von meinem anderen Account, den ich damals mal auf PlayStation gemacht habe, worauf mein Bruder mal damals Genshin gespielt hat, weil wir spielen wollten, habe ich auch gesehen, dass es auch noch eine 7-0er ist.
Das ist gemacht. Das ist auch gemacht. Was fehlt mir noch von den Wischentischen? Mias Küche habe ich gemacht. Ja, ich muss die täglichen Missionen machen. Das wäre mal eine Idee. Ich glaube, ich gehe zuerst mal eine rauchen und dann machen wir tägliche Missionen.
Sache. Moin. Mann. Kann man so viel Pech haben? Letzte Domain, da bin ich wieder alle. Wir sind echt mal mehr Adressen reinpacken. Ich finde, das ist viel zu wenig. Mindestens 240 auf Honkai angelehnt hat, weißt du? Ja. Mindestens, also so 160, das ist viel zu wenig. Mit 240, ja, da hätte ich nochmal 80 mehr so. Das wär schön, ne? Wäre definitiv schöner. Ja. Hallo Miko? Du streamst im Ernst schon wieder? Wie bitte? Ich sag, du streamst schon wieder? Meinst du jetzt Bebo oder mich? Dich. Ich stream eigentlich immer im Discord so meistens. Der Buff gerade. Ich hab gerade... Wie viel waren das? 120 Damage rausgehauen? The fuck? Ja. Das gönnt man sich gerne. Das ist schön. Ich hab irgendwoher über 300. Was? Der einzigste mit Feuer gerade in Büro. Ja. So, das letzte Mal. Jetzt werde ich wieder Pech haben. Und es wird, ich überspringe sogar nicht. Und eine Person hat gesagt, I need to change character. Defense, Attack, Crit Rate. Ich habe mal Mühe bekommen und ich bin schon wieder alle. Das war's für mich. Stimmt, die ganzen neuen Wöchentlichen sind draußen. Ich habe irgendwoher über 300k Damage gemacht. Ich habe aber keine Ahnung wann. Nee, ich habe keine Ahnung wann, mit wem und wo. Wo siehst du das denn? Bei Achievements. Gibt es da ein Achievement, wo man sehen kann, was der höchste Damage ist, den man gemacht hat? Und da steht bei mir halt irgendwie 300 irgendwas K. Nur ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay. Ja, ja. Wahrscheinlich hast du einen guten Buffer gehabt. 387 K. Wie? Ich weiß nicht, es gibt Leute, die nuken einfach mal 5 Millionen. Aber die haben wirklich komplett den Jukes, also die haben keine Raid, die haben einfach alles auf Damage gepackt und versuchen einfach ihr Glück.
hat es nicht verschafft. Okay, der antwortet nicht, also ich weiß jetzt nicht, was der von mir will. Und Shadow sammelt seine ganzen Wünsche zusammen. Ich merk's. Er ist wirklich, wenn er nichts zu tun hat, ist er die ganze Zeit auf Kistensuche und und erkundet die ganze Gegend halt. Ja, ich habe ihn gestern auch noch online gesehen, mitten in der Nacht, 4 Uhr morgens. Was? 4 Uhr morgens ist er immer wach. Ja, bei denen ist es ja sogar dann schon 5 Uhr. Also, crazy. Ja, der ist ja immer wach. Er geht um 4 Uhr morgens beten. Ja, okay, aber warum ist er dann die ganze Zeit wach? I mean, er könnte aufstehen und dann wieder pennen gehen, so ein auf den. Ja, ich sag dazu nichts. Er schläft, glaube ich, dann, wenn ich in der Schule bin. Muss er nicht selbst in die Schule? Montags hat er von 3 bis 6. Wie von 3 bis 6? Schule. Ja. 3 Uhr morgens? 3 Uhr nachmittags. So, ich dachte schon. Warum nicht 3 Uhr morgens? Geht er dann 3 Uhr nachmittags? Warum hat er nur 3 Stunden? Was ist das denn? Das ist ja mal voll die Verarsche. Ja. Also, der Typ hat immer noch nicht geantwortet. Also, ich scheiß jetzt einfach mal auf dem. Scheiß auf dich, Wanda. Das ist die Person, die gesagt hat, wir sind ja alle Mädchen hier. Ne? Wer hat das gesagt? Wer? Wanda. Hat ganz am Anfang irgendwann mal gesagt, it seems like we are all girls here, oder irgendwie sowas. Okay. Kann ich. Und Shadow glauben? Hat einfach geantwortet, mit no. Nee, es wurde gefragt, are we all girls here? Shadow hat geantwortet, no. Und dann hat Wanda geschrieben, oh yes. Okay. Gar nicht mitbekommen, ich hab gar nicht in den Chat geschaut. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen wollen, aber es ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt nach Lyria und mach meine Weekly Boss ist da, meine Weekly Kopfgeld hier. Dingsbums, weil ich bin nämlich kurz vorm letzten Level. Das heißt, ich bekomme endlich mal den scheiß Hanging-Gleiter. Den ich die ganze Zeit schon für Chiori haben wollte und Kasua. Der gut zu dem passt. Yeah. Ich wollte was zeigen. Wie bitte? Ich wollte euch was zeigen. Was? Oh, what the fuck? Okay, ich bin draußen. Ich will eigentlich nicht sehen, dass du alle Dinger hast, das weiß ich schon. Alle Hängegleiter, das brauchst du mir gar nicht zeigen. Das war nicht gemeint. Achso, ich dachte schon. Ich meinte eigentlich da, wo ich gerade bin. Aber bekomme ich als nächstes ein Rezept. Und eine Visitenkarte. Namekarte meine ich. Und danach bekomme ich erst den Hängegleiter. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie viel XP das waren. 600, glaube ich, war das letzte, ne? Och nee, ja, ich hasse diesen Ort. Du brauchst einfach nur bei diesem Ding da zu stehen und einfach nur zuzuschauen. Bei welchem Ding soll ich jetzt stehen? Jetzt bin ich bei leider schon in der Dings drin, ich kann jetzt ja nicht einfach gehen. Welches Ding? Ich weiß es auch nicht. Einfach das Ding. Ich muss einfach beim Ding stehen. Ich hab den ersten Hinweis, let's go. Ich hab schon Shadow seine Artefakte gesehen, das ist richtig frech, was der für Artefakte hat. Ich hab ihn je zum Teil gekriegt. Ja, ich weiß, willst du auch mal auf meinen Account spinnen? Also ich glaube, dann
Dann habe ich auch mal ein bisschen Artefakt-Glück. Also die Blume hatte ich bekommen. Und die Feder habe ich, glaube ich, auch bekommen. Ja, ich habe mir gerade die Feder geupgradet und habe Defense drauf bekommen. Richtig, nice. Was aber auch sonst. Ach nö, jetzt sind meine Gegner Pyro-Slam. Was ist mein Charakter? Pyro, ja, wow. Kann ich jetzt hingehen mit 2k Damage. Nice. Meine macht 7k Physical Damage. Meine macht 2k. Ist aber auch gut. Also, so wie ich das sehe, ist es höchstwahrscheinlich, dass der Gegner am Ende auch Pyro sein wird. Nee, ich krieg sogar knapp 4k Damage hin. Nice, jetzt nur noch den Boss besiegen gehen. Da wo ist denn der kleine, nette Mensch? Die Richtung. Ah, hab ihn gefunden, let's go. Und, was ist es? Ah, hier ist noch Hutau. Die wird da niemals verschwinden. Hutau. Welche Hutau? Ah, du siehst sie nicht, weil sie von der Quest ist. Hätten wir auch dann zum nächsten. Ach, es ist immun gegen Hydro. Okay, ich bin hier nicht keine Hilfe. Das Ding lebt ja immer noch. Ja, jetzt. Hier, siehst du nicht die Otau hier? Doch, ich sehe sie. Ich bin. Ich sehe die Hutau von Shadow. Ja, was willst du zeigen? Du willst was zeigen? Ja. Wir müssen dafür in das Wintergebiet. Wintergebiet? Ich hasse es dort. Der Drachengrat. Ich freue mich aber schon aufs Nesnaya, bin ich ehrlich. Warum? Weil das ist wenigstens dort ein schönes Wintergebiet ist. So. Dass es da so, ja, einfach wie der schöne Winter aussieht. Einfach nur zuschauen. Jetzt den Boss besiegen, okay. Ach, fuck. Er ist schief gelaufen. Der Damage ist nicht so wie erwartet. Was hattest du vor? Ihn zu one-shotten oder was? Hat ja Albers. Also nicht ganz krieg ich das hin. Level T1 war das höchste, was ich hier hinbekommen habe. Oh wow. Da helfe ich dir mal, weil das ist nervig. Oh, voll daneben. Okay, 90k. Oh, hab ich gar nicht gesehen.
Shadow hat's auch geschrieben. Let me see your build. Was hast du verändert? Oh, es ist Level 90. SC. Das ist neu. Das ist sehr neu. Ich weiß nicht, ist das hier neu? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, was eine Frechheit das schon wieder ist. 18% Crit Damage mit Crit Rate. Hier, Crit Rate, 13% mit Crit Damage noch drauf. Was haben wir hier? Crit Damage, aber diesmal kein Crit... Ah, doch, als Mainset Crit Rate. Okay, was haben wir hier? Crit Rate, 21% mit fast 10% Crit Rate. Was ist das? Hier, was soll das? Gucken wir meine, okay? Jetzt gucken wir nochmal an meinen Artefakten. So, was haben wir hier? Ha? Was haben wir hier? Attack Mainstat. Substats HP. Defense. Attack Defense. Richtig. So, kommen wir weiter. Hier haben wir mal Crit Rate. EM. ER. Defense. Nächste Teil. Defense. HP. HP. Rate. Nächste Teil. Das hatten wir, glaube ich, schon. Was haben wir hier? ER, Attack, HP, HP. So, was haben wir hier? Das ist mein bestes Teil, was ich überhaupt je bekommen habe, mit Crit Rate und Crit Damage. Aber Crit Damage als Main Stat und als Substat Crit Rate und das nicht gerade wenig, sondern 14%, also relativ gut. Aber das habe ich mit meinem Wanderer abgeknüpft, um ehrlich zu sein. Mein Wanderer ist trotzdem noch übelst gut. Ich habe von Wanderer auch Artefakte geklaut. Also zumindest hat Shadow das gemacht. Er hat Artefakte von Wanderer geklaut und die auf Dingsens gemacht. Ach, so das gerade meine. Ja, für mich ist es da auch noch gut. Ich habe ihn zwar länger nicht mehr probiert, aber es ist halt nur ein bisschen Raid runtergegangen. Weil, wenn du jetzt mal die Stats von meiner Aletino anguckst. 71, 226. Ich will das nicht mehr hören, alles gut. Weißt du, dass ich scheiße Kräfte habe? Es fehlt doch 20 Crit Damage und ich habe die gleichen Stats wie Grandy. Nicht 20, 14. 20. 14. Was? Grandy ist 240 Crit Damage. Ja, gucken. Grandy. Ah, das ist der falsche. Grandy. Der ist bei 240. Ja, 240, 71, 240. Was? Yeah. Dann besseres Stats als er, ja. Ich würde auch empfehlen, bleibt bei dem Set, weil das Gladiator-Set ist komplett ausreichend für sie. Also ich würde dir nicht empfehlen, das neue Set zu farmen, wie ich jetzt. Ich farm es nur, weil ich kein Gladiator-Set habe, also ja. Für mich würde es keinen Unterschied machen. Ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Warum der Sticker? Fühlst du dich lost? Nee, jetzt sind sie da nicht so viel, sondern
Und für was brauchst du diese XP? Dann kann ich World Level upgraden, dann bin ich direkt World Level 8. Ich hab ausgerechnet. Ja, erste. Ja. Ich hab vorhin die Child Story nochmal durchgeskippt. Es gibt gerade alle Stories durch. Ich habe jetzt noch ein paar Stories, die ich durchskippen kann, weil ich die noch kenne. Aber die neuen Stories skippe ich nicht durch, die enjoy ich richtig. Das habe ich doch. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nein. 17 Stories habe ich. Und wenn ich so um die 2.000 pro Story bekomme, dann bin ich so über 30.000 so. Ich denke mal, grob gerechnet sind es wahrscheinlich so 32.000 XP, weil man bekommt ja nicht genau 2.000. Aber 32.000 XP ist schon mal gut. Dann noch die Main Story. Kriege ich noch auch nochmal 10.000, dann bin ich eigentlich so gut wie fertig. Lustig. Wer schickt jetzt hier gerade wen ins Bett? Nein, komm. Trotzdem finde ich es unfair. Wenn man so bedenkt, er hat erst morgens so um 8 muss er in die Schule. Hat zwar bis um 6, aber er kann wenigstens einigermaßen aufschlafen. Was geht bei euch gerade in diesem Chat ab? Versuchst du ihn gerade ins Bett zu schicken? Das ist ab jetzt mein Sohn, der wird ins Bett geschickt. Er hat gemeint, er möchte dich erst in TCG herausfordern. Ich werde definitiv kein Kartenspiel gegen den spielen, weil ich diese Scheiße actually noch nie gespielt habe, außer halt diese eine Story-Mission. Wo man Fischl bekommt als Karte. Das war's aber auch. Ich habe auch das, da hab ich das Teil nie gespielt. Wieder angefasst. Er ist echt gute TCG, muss man ehrlich sagen.
Wie viel hat deine Dings ins Allerkino gemacht? Die macht so um die 20.000 normal. Ja, aber was sie einmal gemacht hatte. Das höchste war, glaube ich, mit Einschlag 50.000 so in dem Bereich. Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Ich habe nie richtig drauf geachtet. Versucht hier jetzt gerade jeder jeden ins Bett zu schicken. Gestorben. Ne! Wir gehen nicht im Stream. Scheiße. Der Nummer 1 Sabo muss im Stream sein, ne? Nein! Einfach runtergeschossen, hast du gesehen. Scheiße. Ich lebe noch. Wirklich, jeder hier ist älter als Shadow. Wie bitte? Jeder hier ist älter als Shadow. Ja, der ist der kleine Mann. Wieso habe ich Spotplatte noch aktiviert? Wieso fahre ich runter? Schatz, was? Ich bezweifle, dass er weiß, wer der Sandmann ist. Das ist mir sowas dann egal. Alter, was macht denn der Bossgegner bei dir, Bebo? Ja. Hä? Warum bist du so klein und sie spielt einfach den Bossgegner, what the fuck? Ja, du kriegst irgendeinen random Charakter zugewiesen. Nein, ich bin zu dumm. Dritter Platz. Wie viel habe ich jetzt? Kann ich noch welche verdienen für heute? Oh ja, ich kann noch. Ihr unterhaltet euch jetzt noch fast eine Stunde darüber, wer ins Bett gehen soll. Also eine halbe Stunde. Ich rufe euch aber Bebo im Spiel. Ohne Witz, Bebo schickt ihn schlafen. Er sagt, ich bin nicht so alt. Bebo, komm mal bitte in-game und schick ihn mal schlafen, bitte. Ich glaube, wenn du mit deinen 30 kommst, dann geht er schlafen, aber instant. Er könnte mein Sohn sein. Ja.
wenn du in den sehr jungen Jahren aktiv gewesen wärst und ja, sehr aktiv gewesen wärst. Wieder Zweitplatten aktiviert. Nein, der hat so ein Schild. Ich darf nicht runterfallen. Das ist das Schild. Kann er nicht schnell wegkicken oder was? Ja. Ich war zu nah. Ich schreibe so zwei, er sagt so, halt älter. Was schreibe ich? Ich schreibe wieder zwei. Smart. Nein! Ich bin gegen die Wand Oh mein Gott, Alter. Das war nicht nur ein bisschen runtergeflogen, würde ich sagen. Ich bin richtig abgestürzt. Was ist denn das für ein Ehrenlose? Der ist ja gar nicht mehr da. Hä? Also könntest du im Prinzip eigentlich dort bleiben und dann passiert ja nichts, oder was? Du bist da im Wachtelraum und könntest da warten, bis jetzt der Letzte rausfliegt. Hä? Das ist ja mal übel dumm. Ja, aber du kannst rausgehen, weil du kriegst direkt deine Belohnung. So, was kaufen wir einmal für die Matrizen? Ah, Red Bulls gibt's. Nice. Ja, aber die Red Pools, die musst du über das andere Event sammeln, für da musst du fischen. Angeln. Das muss ich noch machen. Danach kommt noch ein anderes Eventspiel, Versteckspiel. Ich bin bei 17.000. Ich kann noch viermal. Auf geht's! Nein, du Wichser! Ich hab's überlebt. Noch eine Stufe für die Windseite. Oh, ich brauche gar nicht so viel. Nur 520, das sind 20 mehr. Das ist easy machbar. Ich kann jetzt noch 200 holen. Dann hier nochmal was. Das sind dann irgendwie. Hier gibt man nochmal 120, doch 40 pro Jahr. 120. Und ich bin 320, dann habe ich 360. Das ist machbar. Dann müsste ich halt noch ein paar Aufgaben hier machen. Dann würde ich den sogar. Vielleicht sogar noch heute bekommen, weil die Nebenquests, die dauern vielleicht meistens 2-3 Minuten, wenn man Glück hat. Nicht jede Nebenquest. Manchmal musst du noch Erledigungen machen, Erledigungen durchziehen. Aber ja, ich ziehe jetzt noch schnell durch. Ich hole mir jetzt noch die 200 Punkte. Und nein, dann mache ich wahrscheinlich ein paar Sidequests. Bin abgestürzt, aber nicht tot. Wie sieht's aus bei dir, Rebel? Wie lange bleibst du heute wach? Nicht allzu spät, also maximal 1 Uhr. So, okay.
Ich hoffe so sehr, dass Villain Waves nicht reinscheißen wird, ne? Ich setze da so viel Hoffnung auf das Game. Oder sind so ein bisschen. Was sie dann noch nur von der Beta verändert haben. Was hast du gesagt, Mikko? Wir werden sehen, wie es wird. Werden wir dann, ja. Du wirst ja dann noch ein paar Probleme haben beim Runterladen. Absolute Scheiße. Wahrscheinlich schon. Also hätte ich das gewusst, dann hätte ich mein iPad auch mit meinem Speicher geholt. Ja, ich hätte aber nie gedacht, dass ich irgendwie Games draufladen werde, deswegen habe ich 64 GB gereicht, weil ich das eigentlich nur zum Streamen gedacht hatte. Also Serienstream. Nur gut, ich habe auf mein Telefon hat 512. Ja, alles gut. Wir wissen, dass du reich bist. Alles gut. Nein, ich benutze, ich speichere sehr viele Sachen ab. Nicht nur für die Games. Ich habe meistens meine Galerie von Fotos von den letzten 10 Jahren auf meinem Handy noch. Also was gibt's Cloud, Kollege? Ja gut, aber die Cloud ist auch schon hart am Limit. Ah, okay. Okay, ich mach sogar 30k Damage ab und zu. Aber durchschnittlich so 20.000. Jetzt sogar gerade gar nichts. Ah, wegen meinem Bond. Ich sehe es gerade. Ja, Moment. Ich habe nicht aufgepasst. Gut, den nächsten fertig. Das dort. Was habe ich gesagt? Ich weiß es gar nicht, ich habe nicht aufgepasst. Du hast gesagt, dass er letzte Nacht nicht geschlafen hat. Genau, das habe ich gesagt. Wieso das denn? Hast du gerade mich gemeint? Ja. Warum? Mit was? Wieso? Dass du nicht geschlafen hast. So, nee, ich hab geschlafen. So einigermaßen. 2 Stunden. Aber ja. Also ich wurde diese Nacht komplett auseinandergenommen. Ich konnte mit Led Pen. Nein! Puh. Der Charakter ist richtig scheiße zum Springen. Oh, da kann ich. Oh, ich muss mich retten. Ach, die ganze Zeit, du spielst das auf dem Handy. Aber nein, das Team war einfach nur angehalten, warum auch immer. Jetzt muss ich den einen Boss auf dem Einrad spielen. Ich seh's. Der kann das nicht ist, gut genau springen. Genau der, aber auch die andere immer ist. Ja. Way, der ist immun gegen Feuer. Ja, was soll ich gegen den machen? Rico, I need your help. Elektro. Bitte komm ohne Feuercharakter, das wär sehr sinnvoll hier. Gut, ich kann schwierig wechseln im Fight.
Der bringt mich auch nach oben. Wobei ein Bogenschießer wäre idealer. Komm doch mal runter. Hat der ein Glück, dass ich nicht Wanderer ausgerüstet habe, ne? Ich hab Wanderer. Mit Wanderer, dann könnte ich easy nach oben schießen und ich bin tot mit meinem ersten Schuss. Nice. Jetzt kommt der nach unten, als ich gestorben bin. Ist das eine Frechheit? Ich bin gestorben. Okay, du musst mal erledigen. Ich hab keine Chance. Oh, ist der Char tot? Lieb's? Auch irgendwie kein Damage. Der ist immun? Der ist auch immun. Da, ey, das ist doch ein Witz. Gegen was ist der nicht immun? Gegen Wasser. Siehst du das? Du machst ihn nur mit Wasser-Damage. Hä? Was ist das denn, Alter? Ich muss jetzt da einen auf physisch machen. Versuch mal abzuhauen und irgendwie halt so, irgendwie mit einem Wasser-Char zu wechseln. Ich kann den nicht erwischen. Jetzt. Oh, und ich sterbe an meinem eigenen Feuer. Ich liebe es. Also scheint so, als hätten ich und Schala die gleiche Idee gehabt. Wir nehmen beide Garnier. Gut, wen soll ich nehmen? Ich habe keinen anderen Char. Jetzt habe ich Pyro. Jetzt habe ich nicht einen einzigen Eischarakter. Ich hatte damals die besten Eischaraktere. Ist das eine Frechheit? Egal, ich mache jetzt physischen Damage. Kriegt auch nicht gerade viel. Nehm Ember. Endlich. Ich glaube, Ember hätte sogar. Die hätte auch keinen Sinn ergeben, weil sie auch Feuer ist, aber egal. Let's go. Dann bin ich mit dem Boston auch fertig. Ich hab auch kein Daily erledigt. Silk Flowers. Die haben jetzt auch mittlerweile mal endlich das Symbol geändert von den Dings, von den Requests. Die kann man jetzt endlich mal unterscheiden. Vorher sahen die nämlich aus wie ganz normale Missionen, wie ganz normale Nebenmissionen. Wo sind die denn? Haben die das wieder geändert? Wo sind die hin? Ich glaube, ich sehe die Glover nur nicht im Solo-Mod drin. Jep, ich sehe sie leider nur im Solo-Mod. Wie hast du deine Dailies hier gemacht? Wie meinst du? Ob du die Quest gemacht hast oder durch andere Quests. So, die Dailies, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die eigentlich schon gemacht gehabt. Ja. Warum? Musst du Dailies machen? Ja. Ah, RIP. Wenn du willst, kannst du meinen zweiten Account joinen, dann kannst du die gleich für mich mitmachen. Warte, ich gehe da online. Du hast mich ja dann. Eigentlich, oder? Weiß es nicht. Ja. Wait, ich melde mich kurz an. Zum Glück kann man ja auf Handy switchen, was auf PC nicht geht. Du kannst auf PC, wenn du dich
abmeldest, darfst du dich komplett nochmal neu anmelden. Ja. Verstehe das nicht, warum die das auf Handy reingepackt haben, dass du Accounts switchen kannst, aber auf PC darfst du dich komplett abmelden. Ja, auf PC kann ich auch. Nee, auf Laptop kann ich Accounts switchen, glaube ich. Du kannst switchen, ja, aber du musst dich jedes Mal von neu anmelden. Auf Handy merkt er sich ja dann die Accounts und du kannst einfach rausgehen und switchen. Aber auf der PC-Variante ist, wenn du dich abmeldest, kannst du nicht wieder in den Account rein. Du musst dann wieder die Daten eingeben halt. So, ich bin jetzt online. Kannst reinkommen? Dann mach ich mal die Daily, die du nicht machen kannst. Und diese Quatsch-Daily. Ah ja, ich sehe sie schon. Die kannst du nicht machen. Dann mache ich die schon mal. Dann kannst du die Fight-Dailies machen. Kämpfen muss. Aber du musst erstmal reinkommen, sonst mache ich die noch ohne dich. Ich könnte Pool für alle Kino. Ich mache einfach mal. Und ich habe nichts bekommen. Hast du den Chat gelesen? Nee. Ja. Auf jeden Fall kannst du jetzt, was auch immer du da nur in Soloplayer machen konntest, jetzt machen. Also kommst du auch nicht rein? Wahrscheinlich eher nicht. Gut, dann join ich mir selber. Aber schon frech, dass sich niemand bei mir verabschiedet hat. Also, das finde ich respektlos. Ich habe keinen Grund dazu gesehen, mich da zu verabschieden, weil ich ja noch in dem Call drin bin. Ja, dir sei vergeben. Shadow nicht. Dem werde ich jetzt auch nie wieder verabschieden. So ein Ding wird das. Oh. Oh, nö. Oh, das hat doch geklappt. Also in Kasu hat es nicht geklappt. Give me my daily bonus. So, die anderen sind jetzt wahrscheinlich nur kämpfen. Perfekt. Was ist das eigentlich für eine Quest, auf Pilzen rumzuspringen? Eine Quest, wo du auf Pilzen rumspringen musst? Hätte ich noch nie. Ja. Ja, du musst da. Bist du Meryl? Ja, und du darfst nicht runterfallen. Du musst immer auf die Pilze landen. Doch, vielleicht hatte ich die schon mal. Aber ich mache nie Dailies in Sumero. Aber du darfst auch nicht auf den Pilzen landen, ohne zu springen. Also das heißt, du musst da drauf landen und dann springen. Aber ich sag nur mal so, mit alle, wieder diese Quest zu machen, geht schnell. Ich habe sie zwar erst seit kurzem, aber sie ist zu meinem besten Charakter geworden. Ja, das ist bei jedem irgendwie so. Außer bei mir. Na Spaß, ist auch mein bester Charakter, aber sie ist nicht strong. Ich glaube, alle Kino ist einfach Meta, kann man sagen, was man will. Das ist ein richtiges Tower Fantasy-Ding. Neuer, besser. Das war ja irgendwie auch, als Wanderer rausgekommen ist, wurde ja auch gesagt, dass er besser ist als Xiao.
Kommt drauf an. Und davor galt auch schon Lini besser als Hu Tao. Aber Hu Tao blieb dann trotzdem irgendwie doch nochmal dann besser. Aber jetzt hat Adafino wirklich Hu Tao überholt. Ihr habt richtig Hu Tao geholt, ja. Gut, meine Daddy sind fertig. Also ich spiele gerade auf zwei Geräten gleichzeitig. Guckt euch das mal an. Bin hier vorne. Also ich bin multitaskingfähig. Guckt euch das mal an. Es würde aussehen, als würde jemand anderes mit mir spielen, oder nicht? Ja, ich kann springen hier. Beiden. Bei mir. Ich kann kämpfen. So, da sind wir angekommen. Da sind wir angekommen. Sicherheit. Die Scheiße. Da oben raus. Oh ja.
Okay, ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ziehe ich jetzt jeden Tag einfach immer durch. Mhm. Wenn Rest sinnvoll ist, mache ich einfach zweiter Count und alle durch, weil dann kann ich direkt mein Battle Pass leveln. Gegner, die trotzdem one-shotted werden. Und den krieg ich dann nicht raus, oder? Nee. Nee. Da musst du mit Wasser dran. Ja, oder du hast einen zweiten Account, der den auch einfach mal holt. Ah, oder noch einen anderen Spieler, der auch noch da ist. Heißt eigentlich Sterb? Wer? Heißt einfach Sterb. Was? Ja, er heißt einfach Sterb. Sehr kreativer Name. Ich frage mich gerade wirklich, ob er ein Deutscher ist. Der ist sehr positiv im Leben.
jetzt ist irgendwie einfach weg. Ist die geknittet oder was? Ich check's nicht. Na egal, ich bin fertig. Scheint einfach gekittet. Er ist immer unsichtbar. So, dann spiele ich jetzt meine Request schnell durch. Ja gut, das ist ja jetzt lustig. Wenn ich Return zum Singleplayer mache, kann ich es nicht machen. Ich kann den Spieler auch nicht aus meinem Team rauskicken. Ich kann sozusagen meine Dailies gerade nicht abholen. Dadurch. Das ist schlecht. Ich kann nicht in den Singleplayer gehen, ich kann ihn auch nicht rauskicken. Ey, meine Güte. Oh, jetzt ist er raus. Let's go. Bist fertig. Den Typen tue ich mir vorbeibringen. Mach ich. Hab ich das? Ich weiß es nicht. Gut, ich habe keinen Tofu. Nice. Dann musst du Tofu kaufen gehen. Du musst Tofu kaufen gehen, richtig. Ich weiß nicht wieso, ich habe über 6000 Zwiebeln noch. Okay. Okay, what the fuck? 6000, was machst du mit denen?
Das lag daran, dass ich immer, weißt du, bei den wöchentlichen Aufgaben musst du ja eine 500.000 ausgeben. Ja, richtig, genau. Ja, und ich hab die immer so über die Händler genommen, hab denen ihre Zwiebeln, ihre Milch und so solche Sachen gekauft. Dein Ernst? Ja. Es gibt tausend andere Sachen, Gärtner verbessern, was weiß ich alles. Er kauft Zwiebeln. das hab ich geklappt, also hab ich irgendwas falsch. Auch will der irgendwie. Ach, der will besonderen Tofu haben, ey, meine Güte. Was ist jetzt. Was ist das denn jetzt bitte? Ich hab nie davon gehört. Egal, er braucht Tofu auf jeden Fall. Ich glaube, Pfeffer habe ich sogar 2000 auch so um den Dreh. So, Tofu, wo haben wir es denn? Davon will. Doch. Da kommt ja nicht mal Tofu ran. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, Zucker, Milch und Almond. Irgendwelche Nüsse oder so. Und ich hab nichts. Egal, ich brauch jetzt. Schade, dass man es nicht teilen kann. Weil ich glaube, ich habe von den Lebensmitteln wohl am meisten. Das wäre echt schön, wenn du mir was geben könntest, weil ich habe gar nichts. Ich zwange sogar manchmal meine Charaktere hochholen zu können. Ich habe auch die fertigen Gerichte in Massen bei mir. Ich habe Unmassen an Spiegeleier. Ich habe gar nichts. Ich werde mal gucken, was ich habe. Vielleicht maximal habe ich immer so 7 Sachen vielleicht mal bei mir, wenn ich Glück habe. Ich muss dir nächstes Mal einmal mein Inventar zeigen. Das sind so viele Sachen, guck dir das an. Was auf einer Seite. Auf meinem anderen Account hatte ich mindestens gefühlt 3 Seiten voll von Essen. Und dann alles auch gerade in Massen halt so. Meistens so immer 10 Gerichte so. Manche gingen sogar bis zu 60, 70 Stück. Meistens das hier. Das war bei mir in Massen. Das habe ich auch in Massen. Und wenn, weißt du, wenn du das Hühnchen mit Dings machst, wie heißt sie noch? Die Rosalia, dann kriegst du ein Spezialgericht noch. Okay. Ein Spezialhühnchen. Da war ich auch so ein übelster Rezepthunter. So, hier nimm den Scheiß drauf. So, und die letzte Quest. Was braucht der? Ich hab nicht gesehen, Scheiß drauf. Geh mal hin. Yes. Ich hab ich dann. Links. Weiß nicht, ob ich es hab. Egal, einfach probieren. Wenn es nicht klappt, darf ich wieder um die halbe Map laufen.
Ich mache gerade mal alle Ruinen. Let's go. Du hast noch nicht alle Ruinen, okay? Ja, ich mach die jetzt mal. Ja, das bringt ordentlich XP. Hast du auch schon Dailies und so gemacht? Dailies habe ich schon gemacht. Und auch mein Fatality habe ich auch schon ganz genutzt. Fatality, genau. Ah, okay. Das ist so die beste XP-Quelle. Ja, Vitality gibt so viel. Also wenn du da, ich war ja gestern ja nicht umgekommen, ich hatte da einfach mal 360. Ja, das bringt richtig viel. Ich kriege auch immer so um die 3 Millionen XP. Wenn ich jedes Mal online komme, wo ich die gar nicht mehr brauche. So gut, dann mache ich jetzt noch ein paar Quests. So, jetzt muss entweder das nochmal machen. Es ist ja übel spannend, die Ruine dreimal hintereinander zu machen. Acht Aufgaben muss ich hier machen. Ich habe eine ordentliche Auswahl. Also acht Aufgaben sollte ich hinbekommen. Ja gut, ich google einfach mal, wo die sind. Ich habe keinen Plan. Jetzt bekomme ich Resin, ich weiß es nicht. Oder. Check ich mal kurz. Kann ich meine Talents hochbringen? Gut, werde ich wahrscheinlich nicht können. Schade. Stimmt, Weekly Boss ist auch wieder da. Ich kann jetzt Alekino besiegen gehen. Die Mittel auch richtig strong ist. Dann müssen wir hier noch. Vierte Kiste haben wir auch. Fünfte Kiste, wissen wir, wo die ist. Wo ist denn die sechste? Weißt du, wofür man eigentlich alles nochmal Key bekommen hat? Keys bekommen, ich glaube von der Statue müsste ich noch einbekommen, mir fehlt nämlich genau ein. Ja, du kriegst von den Statuen, von den verschiedenen Bäumen, kannst du Keys kriegen. Ja, aber Liria hat das nicht, also kann es eigentlich nur eine Statue sein, weil Domains kann es nicht sein, die habe ich schon alle durch. Dann nur noch Statue fehlt mir wenig. Aber Holo Labs, da siehst du ja, wo die Keys alle sind.
Wo die Schreine sind, ja, aber nicht wo die Keys sind. Doch. Ja. Dürfte ich mich da nicht irren, warte, ich guck mal schnell. Ich finde Junglings Bild richtig nice. Longli. Hab ich mal. Stimmt, ich sehe schon wieder eine Spinne. Woher kommt die? Welche Spende? Spinnen. Ja. Und die dritte Minispinne, die ich gefunden habe. Nicht, dass du ein Nest irgendwo hast. Nee, das bestimmt nicht. Das hätte ich gefunden. Ich denke, die krabbeln einfach durchs Fenster. Also die sind wirklich richtig klein, die sind so wie Ameisen. Also ich hätte ja eigentlich gar nicht gesehen, wäre sie nicht an meinem Bildschirm. Also wenn sie so klein sind, dann kann es gut sein, dass du ein Nest irgendwo hast. Oh, nee. Kann aber nicht sein, wo soll ich eins haben? Unterm Bett oder sonst wo? Na gut, mein Zimmer habe ich. Ein Spinnennest sieht man, wenn so eine kleine Kugel dran hängt. Ich verstehe, muss ich morgen mal gucken. Das ist ja wirklich noch ein Nest gammelt. Dann muss ich das mal wegbringen. Wegmachen. Wegbringen. Dann spiel ich zu dumm. Da ist das interaktive Map. Ja, der braucht mir nicht zu erklären, wie das funktioniert. Ich weiß das. Wo bist du? Livia. Wie gesagt, die interaktive Map zeigt nur an, wo ich die ausgeben kann, aber nicht, wo die Schlüssel sind. Nächste Quest fertig. Boah, 20.000 Mora. Für so ein bisschen. Nicht immer so. Boah, ich weiß noch, wo ich alle Quests fertig gemacht habe. In jeder Region. Jede Side-Quest. Ich verstehe nicht, warum ich immer jedes Mal gefühlt 10 Meter laufen muss. Warum gehst du nicht selber dorthin?
sehe ich gerade hier meine ganze Liste von meinen Characters. So, hatte Stilik C3. Und schon auch C3. Macht der Kreditkarte. Ito hatte ich einmal. Also ist C1. Ja, Kitching war mal ein Standard im Standard-Banner. C4. Ich glaube, sie war mein letzter 5-Sterne-Charakter, den ich gezogen habe in Dea. Ich verstehe das nicht, meine Aufgabe wird nicht getriggert, ne? Okay. Schau dir das mal an, ich muss den Papier bringen. Wenn ich das mache, schickt er mich jedes Mal wieder weg. Normalerweise müsste sich das Fenster öffnen, wo ich den Papier gebe. Und jetzt muss ich sogar die Quest beenden, bevor ich überhaupt wieder in den Multiplayer gehen kann, obwohl ich die Quest ja anscheinend nicht beenden kann, weil ich nicht weiterkomme. Das war komisch. Nee. Will ich jetzt abbrechen? Ich komme auch nicht mehr in den Multiplayer. Das ist komisch. Ja, ich will ihn sie ja geben, aber der möchte nicht. Ich benutze jetzt einen ganz simplen Trick. So, komme ich 2 Tage später. Aber wenn ich das skippen kann, bitte. Ich will wieder aufstehen, hab wieder Physio. Nö, er will immer noch nicht. Sonst geh mal aus dem Spiel raus und wieder rein. Jetzt hat's geklappt. Endlich, meine Güte. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was für ein Papier der wollte. Welches Papier soll ich denn geben? Scheint mir irgendeins. Irgendeins. Anscheinend ja. Ich probiere mal das hier. Wird schon passen. Dann gebe ich in das andere. Ne, hat geklappt. Perfekt. Jetzt noch ich den letzten das Papier geben. Perfekt. Quest hat funktioniert. Ich hatte damals eine Quest, da musste man in The Chasm, musste man so Gegenstände finden und dann so, zu so einem Typ bringen. Und mir hat ein Gegenstand immer gefehlt und ich konnte den nicht finden, weil der getriggert wurde durch eine Aufgabe, wo man in so einem Lager die Banditen da erledigen musste. Ich habe diese Sache nie bekommen. Dann kann ich mich noch richtig erinnern. Und jetzt ist die Quest einfach weg. Als hätten die einfach deleted. Nee, aber besser so, das hat mich so genervt. Die Quest, die mich. Also, besser gesagt, das Achievement, was mich am meisten genervt war, das war
wo du die Geschichte von dem einen Erzähler komplett hören musstest. Du musstest ja die drei Schnipseln holen und du konntest die ja nur über die tägliche ihm geben. Das bedeutet, du musstest ihm dreimal ein anderer Papierschnipsel geben, damit du die ganze Geschichte hörst. Hm, okay. Und der letzte Schnipsel war verbuggt. Das heißt? Den konnte man nur über die PlayStation holen. Oh, what the fuck? Hast du es mit PlayStation dann gemacht, oder? Ja. Aber es hat übelst lange gedauert, weil ich habe immer wieder gefailt, weil ich nicht verstanden habe, wieso der dritte Papierschnipsel nicht aufgetaucht ist. Ich muss dran denken, Mittwoch ist Feiertag. Diese Scheiße muss ich kochen. Hammer. Den kannst du doch kaufen, oder nicht? 4 Minuten. Den kannst du doch fertig kaufen in Mondstadt. Sicher? Ja. Yeah. Bei welchem Laden? Da, wo du kochen kannst. Also Essensladen, okay? Ja. Ich check mal. Guck mal, weil, wenn ich mich richtig erinnere, kannst du den schon fertig kaufen. Ja. Wusste ich es. Komm, ich gleich mal hier. Zack. Habe ich auch schon die nächste Aufgabe fertig, dann bin ich fast fertig. Ich weiß zwar, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich habe schon 4 gemacht. Müssten 4 gewesen sein. Das heißt, noch weitere 4 und dann bin ich fertig. Dann kann ich endlich ins nächste Gebiet ziehen. Oh, jetzt will sie nochmal was von mir. Wenn jetzt. Ich habe dir direkt schon die nächste Aufgabe gesehen, die ich machen könnte. Oh mein Gott. Die sollen echt mal mehr Ausdauer reinbringen. Das nervt. Sobald du 240 Ausdauer erreicht hast, kannst du nicht höher gehen, egal wie viel Kolosse du sammelst. Ja. Ich finde, die hätten ja wenigstens auf 300 erhöhen können. Dass man die 3 Balken voll hat. Nee, die machen 2 und ein bisschen. Ey, das verstehe ich schon wieder nicht. Die sind genau nebeneinander. Hä? Direktopalei. Ach, der ist eins unten. Geh doch selber nach unten. Jetzt noch wieder nach oben, richtig. Nee, darf ich doch nicht. Hä? Was hat mich hier gerade getriggert? Tschüss! Mit wie vielen Leuten darf ich da reden? Guck dir das mal an! Och nee, ich hasse reden. Jetzt darf ich hier mit 50 Leuten reden. Yay! Ja, was man nicht alles tut für diesen Gleiter. So, mit denen habe ich geredet. So, mit dir. Nein, du kriegst keine Hilfe von mir.
so weit oben. Ich finde es aber schade, dass die Schiffe nicht rumfahren. Ja. Dass ja auch allgemein mal ein bisschen mehr Leben drin ist, würde ich richtig fühlen. Wenn die einfach mal random Schiffe rumfahren und sonstiges. Jetzt wollen die auf einmal alle was von mir. Ich habe gerade sogar noch eine Quest getriggert. In der Quest. Egal, habe ich gleich zwei erledigt. Wenigstens kann man sich dorthin tippen. Was ist denn noch die gleiche Quest? Ich weiß es nicht. Egal. Mit wie vielen Leuten muss ich denn noch reden? Lasst mich gehen. Fertig. Endlich.
Meine Güte, was ist das für eine Scheißquest? Steckt er sich bitte? Das war die Klippe. Ach, da hinten. Bitte. Let's go, nächste Quest fertig. Okay. Sieht aus wie das hier. Muss hier sein.
Ja, willst du sehen, wie ich spule? Yes. 80 Puls, also hast du doch noch die 8 Puls bekommen. Nice. Ich bin noch extra in Gebiet 9 noch die Statuen aufleveln. Stimmt, ja. Die bringen immer viel. So, erster. Du kommst in Early. So oder so bekommst du mindestens ein. Ja. Das war mal nix. Ist okay, sind die ersten 20 Pools, da kommt meistens nie was. Kommt der dritte. Auch nichts, wa? Auch nichts. So, in den nächsten zwei kommt was. Das ist ja auch das Dumme an Dorf Fantasy, die haben kaum Forstars, worüber man sich freuen könnte, dass man die gezogen hat. Ja, Nummer 5. Wir müssen echt noch ein paar mehr Forstars reinmachen. Jetzt wäre die unlucky, egal. Zwei hast du noch für den Early, eigentlich drei, vielleicht bekommst du dann den dritten sogar einen Early. So ein Double. Wen wünschst du dir eigentlich als Forstar? Als Five-Star meine ich nicht im Stand. Ja, Nemesis wäre ich froh, einfach in der Sammlung zu haben. Die habe ich einmal bekommen sogar. Super. Vorletzte. Jetzt kommt der entscheidende Pool. Ja. Ich sage King. Ich sage Kings wieder. Ich hoffe mal nicht. Ich glaube, den hast du schneller als die 6, als keine Ahnung, oder? Und eins. Drei. Vier. Letzte Chance auf Early. Und? Nein. Und jetzt aber King bekommt von. Oh, das ist Samir. Sie kriege ich auch des Öfteren jetzt. Echt, hast du sie jetzt bekommen? Ich glaube dreimal. Oh Gott. Ja, ich krieg den Skin. Das ist sogar schon viermal gezogen, ne? Ja, viermal. Ich darf jetzt hier noch drei Aufgaben suchen. Oder waren zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Naja, da finde ich den Hauptskin schön aus der Extra-Skin. Ich darf jetzt mal umgucken, ob ich hier noch irgendwo eine Quest finde. Und schon irgendwer muss doch noch hier eine Quest machen. Niemand. Hier unten am Hafen vielleicht. Hier gibt es eigentlich immer Quest.
Ja, wenn es der Vorteil ist, ich kann meine Arme wieder upgraden. Ich habe wieder genug für meine Arme zu nehmen. Oh, nice. Vergebungswächter. Nachdem du 5-mal Resonanz ausgelöst hast, erhältst du eine Chance, tödlichen Schaden für den Anwender und das bewachte Ziel zu negieren. Zudem ein Teammitglied tödlich Schaden negiert hat, verbraucht es Vergebungswächter und stellt 5% der maximalen Lebenspower wieder her. Nicht in der Apex-Liga verfügbar. Stockungsfester, nachdem der Anwender 5-mal Resonanz ausgelöst hat und wenn er Erleuchtungsfester besitzt, erhält er 2 Chancen, tödlichen Schaden zu negieren. Kann bis zu 5-mal gestapelt werden, nachdem du der Anwender tödlichen Schaden negiert hat, wird ein Stapel Erleuchtungsfester verbraucht und 5% der maximalen LP wiederhergestellt. Das ist aber praktisch. Das heißt, ich kann. Wenn du eine Waffenfähigkeit oder Enttäuschung ausgelöst, hängt die Erhöhung der Schaden und der. Ja, für meine Handschuhe fehlt mir noch ein Upgrade, dann habe ich die auf Maximum. Oh, nice. Wait. Welche Handschuhe? Meinst du jetzt die Arme? Oder? Die Arme, ja. Handschuhe. Die Arme. Achso, okay. Ich hatte gerade meine Handschuhe hier im Inventar. Nein, nicht das. Kann die Quest nicht machen, weil der Charakter benutzt wird. Das ist frech. Die haben eigentlich angekündigt, dass man das aussuchen kann, in welcher Quest der Charakter verfügbar sein soll. Wo sind das? Ich sehe es nicht. Hier war ich sogar gerade. Das ist frech. Das sind überhaupt Poppy Plotis Fähigkeit. Was ist das denn? Was will der von mir? Was ist das für ein Holz? Einstellen, während Popper ist da, aktiv ist, feuert. Weißt du wirklich, was das für ein Holz ist? Ich kann nicht gucken, was das ist. Dieses Holz, wo er will. Ja. Das müsste eigentlich das normale Holz aus Dings sein. Aus Mondstadt. Warte. Ich glaube, ich kann das. Scheint das jetzt zu sein, ja. Ich guck mal. Doch, du siehst auch das in der Quest. In der Quest siehst du, welches Holz er braucht. Wait, ich hab's eh gefunden. Das gibt's in dem neuen Gebiet in Massen. Und wenn ich meine in Massen, dann wirklich in Massen. Das ist ja crazy. Abgefeuerte Explosivabschüsse, einen schweren. Du wolltest jetzt 3 Stück haben. Ein schwerer Energieschuss. Geschoss 2 ab. Fügt Ziele in der Nähe Schaden in Höhe von 35% des Angriffs zu und teilt sich in mehreren hochexplosiven Sprengkörpern auf. Die Ziele in der Nähe Schaden in Höhe von 660%.
Das was hier möchte er haben? Diesen Baum. Einwut. Ja, hat drei schon rausbekommen. Das ist schon genug. So viel Holz sammeln habe ich. Wollte man eigentlich nochmal den tragbaren Teleporter da bekommen? Ne, den nicht den tragbaren, den du einfach irgendwo hinplatzieren konntest. War das aus dem Teleport? Den musst du herstellen. Mit was nochmal wollte man das herbekommen? Beim Alchemistenstand kannst du den herstellen. Ich guck mal. Ich glaube, ich kann den aber noch nicht herstellen. Ich habe den nur einmal müssen richtig nutzen. Das ist der, weißt du, den einen Würfel von Gio. Der ist ja auf dieser abgelegenen Insel. Und weil es mich übelst genervt hat, immer dahin zu laufen, habe ich einfach nur da einen Teleporter gesetzt. Ich finde, der ist gar nicht so schlimm. Der ist nicht schwer, aber der Weg immer dahin zu laufen ist dumm. Ja, meine ich ja, der Weg ist nicht so schlimm. Wenn du über das Meer da fliegen kannst, dann ist es nicht schlimm. Wanderer regelt. Zwei Sterne Basisangriffe gehört und bei drei Sternen, nachdem Papa erscheint, erhöhen sich 25 Sekunden lang die Entschärfung um 12%. Immer dieses Hin und Her, meine Güte. Lauf doch einfach selber, sag ihm das selber. Okay, der ist ein bisschen weiter weg. Ja, dich nehme ich mit. Muss ich jetzt bis ins Dorf bringen? Meine Güte. Nani kayo? Ach, muss ich doch nicht. Sehr schön. Meine Stärke hat sich auch erhöht. Bin auf 84.000. So, aber ich mache jetzt Feierabend. Ist 1 Uhr. Reicht für heute. Jo. Ich mach meine Aufgaben noch fertig.
Müsste noch zwei Quests sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Muss gleich mal gucken. Ich bin auch dämlich. Ich gucke andauernd auf mein Dashboard vom TikTok. Jetzt merke ich gerade, ich schätze da mal gar keinen Stream an. Wow. Jetzt erklärt es auch, dass mein Chatfenster gar nicht aktiv war. Ich dachte, okay, kein Mensch schreibt drin. Ist ja nicht schlimm. Kommt auch mal vor. Das nenne ich mal ein Fail. 30k XP nehme ich mit.